Mein Name ist Viktoria Schnarrabeck. Ich spiele bei Bayern seit 2007 und bin geboren am 4.01.1991. Drei, zwei, eins, los geht's. Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, bei uns mittlerweile spielt in der Familie, also vor allem von Papa seiner Seite, spielt jeder Fußball, Cousin, Cousine sogar. Also ich glaube, das liegt bei uns echt ein bisschen in den Genen. Bei den Familienfeiern war es natürlich schon so, dass wir da immer einen Ball dabei hatten und sobald fertig gegessen war, waren wir schon auf der Wiese oder irgendwo haben wir uns schon einen Platz gesucht, wo wir gespielt haben. Sehen tun wir uns weniger als schreiben, also wir schreiben echt über WhatsApp, haben wir regelmäßig Kontakt und schicken uns auch Bilder und er erzählt einmal. Und gerade jetzt über sein Leben in London ist schon ein bisschen interessant, was er da zu erzählen hat und umgekehrt genauso. Also grundsätzlich bin ich ja sehr offen für alles, egal ob das Beruf ist und auch was mal den Ort betrifft, wo ich mal wohnen werde. Aber irgendwas in Verbindung mit Sport, eventuell sogar Fußball und Menschen, irgendwelchen also Leuten und vielleicht einer Mannschaft, könnte ich mir gut vorstellen und ich glaube, würde mir liegen und würde mich schon sehr interessieren, da irgendwie drin zu bleiben in der Branche. Als Kapitänin hat man natürlich schon die Rolle, dass man vorausgehen soll und auch Verantwortung übernehmen sollte oder muss. Aber grundsätzlich war das auch davor schon, als ich nicht noch in der Rolle war, war ich eine Person, die immer viel Verantwortung übernommen habe in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft. Was junge Spielerinnen betrifft, somit hat sich für mich grundlegend nichts geändert. Alle Österreicher, die jetzt mittlerweile noch Bayern spielen, sind sehr gute Freunde von mir und wir machen auch privat eigentlich viel, egal ob es jetzt mal ist, dass wir irgendwas zum Essen ausprobieren oder einfach nur daheim. Am Montag haben wir erst das letzte Mal Bauer sucht Frau geschaut, haben wir uns getroffen bei uns, sehr intelligente Sendung. Und ja, aber wir machen auch andere Sachen noch und haben echt außerhalb vom Fußball auch sehr viel Kontakt. David würde ich wählen. Wieso? Ja, weil er Österreicher ist, weil ich ihn kenne und er ist eigentlich wirklich so geblieben, wie ich ihn auch kennengelernt habe. Am Anfang war er noch ein Jugendspieler, mittlerweile gehört er zu den Etablierten hier und wirklich zu den Leistungsträgern und ich glaube, das zeichnet ihn schon aus. Er hat meiner Meinung nach sportlich gesehen auch extreme Entwicklung gemacht, vor allem in den letzten 2-3 Jahren und ist extrem flexibel einsetzbar und hat, finde ich, so viel Stärken, die der Mannschaft, obwohl die Mannschaft top besetzt ist, extrem viel bringt und das zeichnet ihn, glaube ich, schon aus. Als Typ, aber auch als Fußballer.